Wie gesagt, müssen wir die Mannschaft noch komplettieren. Da haben wir ja letzten Stream sind wir ja quasi gegen Lübeck reingestartet, haben gleich mal ordentlich auf den Sack bekommen. Und Anulu hat sich verletzt bis zum 5.8. und auch Chucky ist verletzt. Wir müssen unbedingt, also wir brauchen jetzt gar nicht weiter vorangehen, ohne dass wir die Mannschaft komplettieren. Das ist echt schwierig. So, da müssen wir jetzt nochmal schauen. Klar, Ecuador ist im Tor gesetzt. Wen haben wir denn als Backup? Als Backup haben wir Kevin Kahn. Wie macht er sich denn eigentlich mit einer 54? Er baut eher ab, wie das er... So richtig bestialisch gut wird er halt auch nicht, ne? So, wir haben auf jeden Fall hier Julio Timblo mit einer 60. Ihm haben wir einen Vertrag schon angeboten, das passt. Wir hätten hier einen 53er Innenverteidiger. Lion Crawford. Ach, der gehört Leone, genau. Ist Distanzschütze. Könnten wir eigentlich auch hochziehen in die erste. Ansonsten ist in der A-Jugend noch nichts wirklich, wo wir jetzt sagen können, können wir reinballern, wird gleich was. So, das heißt Ecuador, ach genau, in der Jugendmannschaft, deswegen habe ich eigentlich rübergeguckt. Was ist denn da mit Torhütern? 42, 43. Lasst mal ganz kurz nach einem Torhüter gucken, nach einem Jungen. Den wir wirklich vielleicht aufbauen können. Das wäre ganz, ganz geschickt. Jugendspieler. Sollte schon 60, so auf eine 60 gehen, denke ich. Bisschen Talent soll der haben. Position, Torhüter. Machen wir mal nur realistische Transfers. Mhm. Da hätten wir 4. Sag mal, Kalle, klappt das bei dir eigentlich mit der Jugend zwecks Talenten? Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Zweiersterne raus und dann werden die neuen deinen Talenten angepasst. Ja, ja, das funktioniert. Das sagen ja viele, dass das Cheaten wäre. Wobei, ich sehe das weniger als Cheaten, weil es halt einfach so ist, wenn du es im realen Leben, also wir machen das ja die ganze Zeit hier, ne? Wir nehmen zum Beispiel die Talente, die jetzt nichts sind, die schmeißen wir raus, so wie jetzt hier in der B-Jugend, da haben wir ja alle rausgeschmissen. Und jetzt werden die wieder aufgefüllt und normalerweise wird es dann so ein bisschen angepasst. Ist ja im realen Leben genauso. Ich meine, dafür gibt es ja diese Sichtungslehrgänge und Probetrainings in der Jugend, ne? Wenn du nicht taugst, wirst du nicht genommen. Deswegen verstehe ich nicht, wie da manche Leute drauf kommen, dass man das Cheaten zu nennen. Also, wenn man es ein kleines bisschen realistisch spielt, in der Realität wird es ja genauso gehandhabt. Da fliegen die raus, die nichts taugen. Und so machen wir das hier auch. Ecuador. Grüße dich. Guten Abend. Ah, gutes Thema. Was kannst du beitragen? So, jetzt haben wir natürlich, wir wollten noch nach einem, passt mal auf. Von Saarbrücken, guck mal, 16 Jahre. Mordstalent, das wäre halt was. Schon wieder ein zu gutes Talent. Dann hätten wir hier einen 17-Jährigen vom VfL Bochum. Taktisches Verständnis. Ja, die haben halt auch alle keinen Bock, ne? Mit ihm. Darf nicht international wechseln und er darf auch nicht international wechseln. Das ist ja schon mal wieder hervorragend. Okay, da gibt es momentan nicht wirklich viel. Dann können wir das gleich mal abbrechen und müssen dann tatsächlich mit Kevin Kahn arbeiten. FM-Zocker könnte da eine Zusatzfunktion einfügen, dass man nicht jeden Spieler einzeln rausschmeißen muss, sondern mehrere auf einmal markieren und dann nach Hause schicken. Ich weiß nicht, ob das FM-Zocker kann, Ecuador, weil das ja ein Eingriff in den Quellcode wäre. Also ich weiß nicht, inwieweit FM-Zocker überhaupt im Spiel rumprogrammieren kann. Das weiß ich natürlich nicht, ob da irgend... Also bisher hat man ja in allen Versionen hat man ja gesehen, man kann da ja... Sie haben ja nichts an Buttons oder sowas hinzugefügt, sondern eben lediglich die Software ausgetauscht. Ich glaube nicht, dass das
dass das FM-Zocker kann. Dafür bräuchten sie, glaube ich, den Quellcode vom Spiel. Ab den 13er, wo dieser Trick funktionieren soll, habe ich das Gefühl, bei mir klappt das nicht. Ja gut, es klappt nicht sofort, ne Marco? Also das wird schon alles irgendwie so ein bisschen angepasst. Also du musst da schon immer wieder rausschmeißen, wieder reinsetzen, rausschmeißen, reinsetzen. Das ist jetzt nicht so, dass die dann 1:1 ersetzt werden. Also das dauert, das ist ein Prozess, so nennt man es. Das machen wir ja jetzt auch schon seit der Oberliga, also immer wieder raus, immer wieder rein und so weiter. So, Rechtsverteidiger. Einen Linksverteidiger brauchen wir noch. Rechtsverteidiger hätten wir zwei Stück, das passt. Linksverteidiger und Innenverteidiger brauchen wir noch. Wir haben 2,3 Millionen. Jordi van Dijk. 65 Linksverteidiger, das wäre doch was. Medien schon vereinstreu, gut Deutsch kann er lernen. Frage, was wollen sie für ihn haben? Gar nichts, weil er, doch, natürlich, er steht doch bei Ajax, bei Young PSV. Ah, das wollen, die wollen zu viel, guck mal. 1,4 Millionen, das können wir uns nicht leisten. Aber, wie sieht's denn aus, wenn wir ihn vielleicht, shit. Meine Idee war jetzt, ihn vielleicht zu leihen, wisst ihr? Tennis Borussia Berlin. ...21 Jahre. Legionär. Oh, der wäre halt mega. Wobei wir jetzt aufpassen müssen. Der kann aber auch Rechtsverteidiger spielen. Heute ist mein Club CL Union Berlin Trikot angekommen, ja? Mach mal ein Bild, schick's mal, stell es mal in Discord. Ecuador, das wäre cool. Ecuador, übrigens, ich habe dich nicht vergessen mit den Trikots, ne? Ist noch nicht gelaufen. Ich denke auf jeden Fall an dich, sobald ich die bestelle, weil ich werde es demnächst bestellen. Viele wollen keins, aber dann bestellen wir halt. Ich werde nochmal was schreiben im Discord und dann werde ich das spätestens nach meinem Urlaub. Aber ich bin nächste Woche nochmal arbeiten, dann bin ich nochmal eine Woche im Urlaub und danach werde ich die Trikots bestellen. Nee, leider nicht. Ich habe keine Kooperationsverträge, weil keine klappen. Geht, glaube ich, nicht während des Ligabetriebs. Das geht nur während des Ligabetriebs, Marco. Also die Saison muss laufen, sonst werden die nicht ausgetauscht, weil jedes Mal, wenn ein neues Spiel kommt bei der Jugend, erst dann werden die Spieler wieder, wird die Mannschaft quasi aufgefüllt. Deswegen, wo es halt natürlich nicht funktioniert, wo du drauf achten musst, ist, wenn du schon genug Spieler in der Liste hast, also wenn du jetzt zum Beispiel 22 Spieler da drin hast, dann funktioniert es natürlich nicht, ne? Du solltest die halt schon rausschmeißen, sodass du nur noch 4-5 Spieler hast und dann wird sie wieder aufgefüllt. Kommen wir sicherlich nachher nochmal dazu, kannst du nochmal schauen. So, wie sieht's denn mit ihm hier aus? Der wäre halt ein mega geiles Talent, ne? 850.000. Wir können ihn ja noch 5%, 10% Anteil nächster Verkauf. Ab wann wäre es denn akzeptabel? Ab 1,1 Millionen, so viel will ich nicht ausgeben. Auch während des Ligabetriebs, nur während des Ligabetriebs, Marco, weil sonst funktioniert es nicht. Genau, in den Pausen, also in den Spielpausen wird nicht aufgefüllt, sondern nur wenn die Spiele anstehen, dann wird quasi die Mannschaft wieder aufgefüllt. Nehmen wir mal 0, wir machen mal Angebot unterbreiten, wir versuchen es einfach mal. Der sieht echt gut aus. So, was hätten wir denn noch Innenverteidiger technisch? Hätten wir da vielleicht auch mal was zum Leihen? Also Leihe mit Kaufoption, das wäre vielleicht noch eine Sache. Vertragsspieler mal mindestens eine 63 vielleicht. Nur realistische Transfers und Torhüter alle. Ne, beziehungsweise Innenverteidiger. Transferstatus zur Leihe. Nix. Den könnten wir vielleicht... Ukrainisch, Russisch. Der spielt wieder unsere Sprache nicht. Ich hätte halt irgendjemand gerne, den ich dann im Anschluss auch kaufen kann. Das wäre halt geil. Conny de Winter hätten wir hier. Innenverteidiger wäre bei einer 67, wenn er gut drauf ist. Ist flexibel, kurzer Pass, Sprungkraft, Ausdauer. Das wäre ganz geil.
Müssen wir mal gucken, was der haben möchte. 230.000, so viel können wir ihm nicht geben. 2 Jahre Laufzeit, das wäre okay. Wir gehen auf 150.000 runter. Der ist ja noch jung. Also 0 Bonus, hier kriegst du 300. Mehr können wir den nicht bezahlen. 1 Jahr Option für den Spieler. 180.000. Da wären wir ein bisschen über dem Gehalt von der Liga. Aber wir müssen da durch. Es bringt nichts. So, da hätten wir da eventuell noch einen Innenverteidiger. Jetzt gucken wir mal. Den Linksverteidiger haben wir auch ein Angebot gemacht. Wo haben wir denn noch Bedarf? Rechtsverteidiger haben wir 2, brauchen defensives Mittelfeld noch jemand. So, haben wir da welche? Hätten wir hier einen 19-jährigen Franzosen. Mensana Michel. Schnell zufrieden. Würde bei einer 67 liegen. Nix zu danken, Marco. Taktisches Verständnis, Robustheit, Ausdauer. Achso, den können wir jetzt kein Angebot unterbreiten, weil... Oh, er hier, guck mal, Andreas Geier von Hoffenheim. 18 Jahre. Gehalt 60.000. Drehen wir mal ganz runter. Okay, da können wir jetzt keine Kaufoption wieder ziehen. Das ist auch wieder ärgerlich, aber ich glaube, der wird uns trotzdem weiterhelfen. Gucken, was der haben will. Oder was die haben wollen. ...160.000 Leihgebühr. Ja, wir würden ihn leihen. Gegeben, Hoffenheim akzeptiert. Das passt. Gut, defensives Mittelfeld. Zentrales Mittelfeld bräuchten wir auch dringend Backups. Spieler von Liga-Konkurrenten holen. Ja, das Problem ist halt unser Geld, ne? Ja, wir müssen halt immer so einen Spagat machen zwischen, was haben wir an Geld zur Verfügung und welche Spieler. Also im Prinzip bauen wir uns ja gerade eine Mannschaft auf, mit der wir jetzt dann vielleicht noch 1, 2 Saisons in der dritten Liga spielen wollen und dann die Mannschaft so gefestigt ist, dass wir dann aufsteigen können. Das ist ja jetzt erstmal das Ziel. Deswegen die Suche nach jungen Leuten, die uns hier weiterhelfen sollen oder können. So, wir stellen mal auf. Links natürlich Maverick, Welsh Striker. Und dann haben wir hier Murray Wallace. Die Mannschaft muss ich jetzt natürlich erstmal wieder finden, das ist auch klar. So, FIFA Rules. Das bedeutet, wir haben Gustavo Davalla auf der Bank. Wir hätten als Rechtsverteidiger Yannis Nahanou auf der Bank. Jojo würde defensives Mittelfeld spielen. Colin und Tequila im zentralen Mittelfeld. Anulo fällt aus. Da hätten wir jetzt 2 links außen. Einen 20-Jährigen. Der ist allerdings geliehen, ne? Zur Leihe von Bayern München, genau. Der Gabriel González. Und er, den haben wir rangeholt. Stéphane Armand. Das heißt, ihn würde ich gerne mal links spielen lassen. Rechts außen spielt Campbell und jetzt haben wir halt das Problem, wir haben keinen Stürmer. Das bringt natürlich so gar nichts. Den haben wir in der zweiten Mannschaft als Stürmer, da haben wir nur Romantiker. Boah, einen Hut hätten wir hier noch mit einer 62, 18-jähriger Innenverteidiger.
eigene Trainingsziele. Der nicht, warum nicht? Johann Huth, den könnten wir auch mal Aktion in die erste Mannschaft verschieben, dauerhaft. So, jetzt haben wir in der Jugendmannschaft noch ihn. Ach, da hätten wir ihn ja als linken Verteidiger, als Backup. Was wir allerdings noch bräuchten, wäre jetzt ein Stürmer. Haben wir hier was? Denn Leon Crawford, 17 Jahre. Mit einer 52, was hat denn der für Werte? Kopfballpräzision, offensives Stellungsspiel. Man könnte ihn halt hochziehen und immer mal wieder spielen lassen, aber er ist jetzt halt nicht der Stürmer, den wir bräuchten. Das heißt, wir sollten mal, was haben wir denn hier momentan? Luke Wall, Australier, ist vereinslos. Wäre bei einer 67. Was hat denn der für einen Torriecher? Eine 70. Hm. Du, kann ich dir nicht sagen, Anulo. Ich habe nichts von ihm gehört. Aber wahrscheinlich war er wieder am Wochenende auf Piste und muss jetzt unter der Woche wieder ranklotzen. Weißt doch, wie es ist bei ihm. Ganz wilder Typ. Der war mal bei Stuttgart. Was würde der hat einen Marktwert von 420.000. Was würde der denn haben wollen? Stammplatzgarantie. Bis in der Regel spielen, können wir ihm sagen. So, jetzt schieben wir dich erstmal da runter, wo du hingehörst. Bringt auch nicht viel. Nee, der ist zu teuer. Den können wir uns nicht leisten. Aber hier hätten wir jemanden vom HSV. Guck mal zur Laie. Hesse Kilo, ein Finne. Spricht mir ein Hesse aus? 69, Strafraumstürmer. Torrichter 90, der wäre nicht schlecht. Wenn er kommen will. Oh. Könnten wir sogar 2 Jahre leihen. Was verdient denn der? Oh, 470.000 Euro. Ja, hätte ich schon gerne geliehen, aber Orlando City SC aus den USA, Steven Cibo. Den kriegen wir im Leben nicht. Also darf er nicht international wechseln. Auch das ist auch ein Shit mit diesem, darf nicht international wechseln. Machen wir mal beide. Zur Laie, guck mal. SV Wacker Burghausen. Daishan Redan. Was ist das für ein Land? Irgendein afrikanisches Land. Der wäre bei einer 66. Der hat einen Torriecher von... Ja, gut, der ist nicht gescoutet. Was wäre denn mit ihm?
fleißig, Diver, schwierig, Frohnatur. Angebot. So, der verdient 60.000, das können wir voll übernehmen, das ist gar kein Problem. Ist 28, Kaufoption, guck mal, da können wir bei ihm vielleicht auch eine Kaufoption raushandeln. So sieht die Welt schon ganz anders aus. Das wäre akzeptabel und dann vielleicht eine Kaufoption, der hat einen Marktwert von 2,5 Millionen. Meint ihr, so viel erwirtschaften wir in der Zeit? Hier noch ein bisschen was drauflegen auf 300.000, gehen wir dann hier runter. Angenommen, wir bezahlen hier nur mal jetzt Rumspielerei 500.000. Da wird halt auch nicht billiger werden. Ich würde sagen, wir gucken mal. Wir können ja hier mal auf 5 Millionen hochgehen. 235.000. Ach, für die zweite Mannschaft. Warte mal. Nee, ich hätte ihn ganz schön für die erste. Wir lassen die Kaufoption von 5 Millionen mal drin. Die 60.000 Gehalt können wir mit hochen. Die können wir mit reinnehmen, das ist gar kein Thema. Ein junger Spieler. Vielleicht verdienen wir ja genügend. Sag mal, gibt's eigentlich Rosselu noch? Den habe ich bei der Zusammenfassung mal wieder gesehen von... Ach, guck mal. Der spielt ja bei Real Madrid, ne? Rosselu. Nee, der hat seine Karriere schon beendet. Stimmt, hier hat er mal bei Hannover gespielt. Ach, krass. Rosselu. Hat mich jetzt gerade mal interessiert, ob der hier noch aktiv ist. Aber wir sind hier auch schon 26. Luca Waldschmidt. Der spielt jetzt bei Rapid Wien. Frankfurt, Hannover, Hamburg, Freiburg, Benfica, dann ist er zu Wolfsburg und jetzt 25 zu Rapid Wien. Interessant. So, hier hätten wir auf jeden Fall, was ist denn mit ihm von Wacker Burghausen? Ich weiß gar nicht, ob der vielleicht gar nicht so schlecht wäre. So zum Aufbauen mindestens, wir probieren es mal, vielleicht geht auch bei ihm Leihangebot. Kaufoption geht. Wir können ihn ja mal 2 Jahre leihen. Er verdient Gehalt 75.000. So, guck mal, der kostet auch kaum was. Können wir ja sagen, zweite Mannschaft. Sorry, Leute. So. Zweite Mannschaft und dann die Kaufoption drauf. Jetzt ist die Frage, was wir haben wollen. Guck mal. 850.000. Wenn der nämlich was wird. Ah, wobei, der ist schon 25, ne? Der entwickelt sich nicht mehr so wirklich. Ah. Guck mal, bevor wir das machen. Ich hab nicht aufs Alter geguckt. Er ist 20. Philipp Müller von Dortmund 2. 66, Torriecher 75, er wäre da so einer, Distanzschütze. Marktwert 725.000, verleihen wollen sie den wahrscheinlich nicht, ne? Doch, Leihangebot. Möchten sie nicht abgeben, sagen sie. Chemnitzer FC. Ihm haben wir ein Angebot gemacht.
Georgi Dimitrov. 65. Härte, Strafraumstürmer, Torriecher von 89. Könnten wir den direkt kaufen? Ich bin ja so ein Freund von Leihen und dann kaufen, ne? Leihangebot. Okay, wollen sie nicht hergeben? Dann versuchen wir es mal mit dem Kaufangebot. So, da werden wir wahrscheinlich, weil der noch Vertrag hat bis zum St. Nimmerleins-Tag. Ja. Shit. Können wir uns nicht leisten. Nick Breitenbücher. Bei einer 66. Gehalt wäre stemmbar, hat halt noch ewig Vertrag. Würden sie ihn aber ausleihen eventuell. Über 2 Jahre. 65.000 können wir stemmen. Oh, der wäre günstig zu haben. Naja, gut, das ist aber meistens auch so ein Zeichen dafür. So, Kaufoption. $1,300,000. Mit 23, wenn er was taugt. Wir probieren es mal, Leute. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir alles rangeholt haben. Akzeptiert Angebot, akzeptiert Angebot. Wir brauchen noch ein Backup für Anulu, ist das richtig? Links außen, rechts außen. Ja, rechts außen bräuchten wir noch jemanden. Da könnten wir nochmal gucken, ob wir da vielleicht noch was finden. Rechts außen. Guck mal, Cole Campbell beim California FC spielt er.